Herzlich willkommen zu diesem Web-Talk. Heute geht es um Massive Open Online Courses als OER suchen und finden. Das wird ein bisschen überschaubar, denn es ist tatsächlich so, dass es gar nicht so viele MOOCs gibt, die unter einer freien Lizenz stehen. Und das ist ja das, worauf es uns ankommt. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch ein bisschen was mitgebracht, was wir uns anschauen können. Und dazu gebe ich mal wieder meinen Bildschirm frei. Und ihr kennt das ja schon, ich habe euch wieder eine kleine Präsentation als Spickzettel gemacht. Und da gucken wir jetzt einmal drauf. Die erste Quelle kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist nämlich On Campus. Wenn ihr die Webtalks von Anja Lorenz anschaut, dann wisst ihr, dass sie auch häufiger darüber erzählt. Und wir gucken uns einmal diese Webseite an. Bei On Campus findet man eine ganze Reihe von Kursen, die aus dem universitären Kontext stammen, aber auch eine ganze Reihe von Inhalten, die von Drittanbietern stammen tatsächlich, also Leuten, die diese Plattform als Veröffentlichungsumgebung benutzen. Und es finden sich dort auch Kurse, die sozusagen allgemeine Themen beinhalten, also gar nicht so sehr auf diesen universitären Gehalt von MOOCs anspringen. Ihr wisst vielleicht, dass MOOCs aus der Geschichte heraus so in der Tradition von Fernlehre entstanden sind und man mit diesen Kursen versucht hat, universitäre Inhalte einer breiten Allgemeinheit zugänglich zu machen. Und ja, so ist also auch On Campus in einer universitären Umgebung zu Hause, nämlich an der TH Lübeck. Und hier kann man also sowohl Kurse aus diesem universitären Umfeld finden, als auch eben die anderen Sachen, von denen ich erzählt habe. Kleiner Wermutstropfen ist, dass nicht alle Inhalte OER sind. Das heißt, wenn wir uns anschauen wollen, was es so gibt, dann gehe ich jetzt mal hier in das Suchfeld und klicke einfach mal auf diesen Suchen-Button. Ups, und habe keine Treffer. Ah, da muss ich doch einmal meinen Bildschirm hier ein bisschen freiräumen. Genau, das war nämlich, da war etwas im Weg. Ich wollte eigentlich den Knopf Alle Kurse suchen. Und hier ist er. Wenn ich alle Kurse auswähle, dann habe ich die Möglichkeit, mir sowohl Suchbegriffe thematisch anzeigen zu lassen, als auch verschiedene andere Dinge, unter anderem auch den Preis. Und wenn ich jetzt hier auf kostenlose Kurse gehe, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, OER-Inhalte zu finden. Und das ist keine Garantie. Also wenn ihr hier Kurse gefunden habt, wo ihr sagt, das interessiert mich sehr, dann könnt ihr sehr gerne auf diese Kurse gehen und nachschauen, ob es denn tatsächlich sich um Inhalte handelt, die ihr tatsächlich dann auch weiterverwenden und umbauen könnt. Leider gibt es hier keine direkte Anzeige für die Lizenzierung solcher Kurse, aber ihr seht, dass es schon eine ganze Menge an kostenlosen Inhalten gibt. Also mit dieser Einschränkung würde ich euch sozusagen schon entlassen auf dieser Seite und entsprechend eine kleine Empfehlung aussprechen und sagen, On Campus als Ort für sehr vielfältige Materialien auf jeden Fall eine Empfehlung und wie gesagt auch als Möglichkeit hier OER zu finden. Ich gehe mal wieder zurück in die Präsentation und kann euch noch etwas ans Herz legen, nämlich einen kleinen Talk von Anja, der auf OER Info zu finden ist, wo sie eine Übersicht gibt über OER, die auf On Campus zu finden sind. Das heißt, wenn ihr Materialien sucht,
zu Themen, die aus der Allgemeinbildung kommen, also nicht unbedingt so einen universitären Fokus haben, dann schaut euch unbedingt, ich glaube, es sind 8 Minuten oder sowas von Anja an und lasst euch entsprechend empfehlen, was sie da an Link-Tipps hat. Ich habe euch auf dieser Folie auch einmal die Link-Tipps sozusagen verlinkt, die Anja entsprechend in ihrem Lightning Talk da vorstellt. Also unbedingt anschauen, große Empfehlung. Dann ein weiteres altes, bekanntes Gesicht sozusagen, eMOOCs als Plattform aus Österreich, entstanden in Graz und Österreichs einzige OER-Plattform für MOOCs und auch tatsächlich spezialisiert darauf, Materialien zu sammeln, die unter einer freien Lizenz stehen. Das ist also hier ziemlich angenehm, dass man auf dieser Webseite Angebote findet, die wirklich gut in unsere Kategorie passen. Und hier gibt es halt eine ganze Menge an verschiedenen Kursen, die man sich anschauen kann. Ich rufe auch mal hier die Seite kurz auf. Man hat hier verschiedene Filtermöglichkeiten für unterschiedliche Kurse. Auf dieser Website ist es so, dass die Kurse häufig eine Haltbarkeitsdauer haben. Also man kann das hier sehen, dass wenn man zum Beispiel einen MOOC anschaut, den EB MOOC Plus zum Beispiel. Das ist ein MOOC, der sich um Erwachsenenbildungsthemen kümmert und der ist verfügbar bis zum 31.12.2020. Also es lohnt sich immer mal wieder da drauf zu schauen und manchmal auch nicht zu lange zu warten, bis man einen Kurs tatsächlich auch mitmachen möchte, weil es könnte sein, dass er dann halt stillgelegt wird. Aber trotz alledem ist das eine wirklich empfehlenswerte Plattform für alle möglichen Themen. Auch nicht wirklich nur so universitäre Sachen, sondern eben auch viele Dinge aus so allgemeinbildenden Zusammenhängen. Bisschen anders sieht das aus bei dem nächsten Projekt, was ich euch vorstellen möchte, die Hamburg Open Online University. Hier ist es so, dass man nicht unbedingt nur MOOCs findet, also ganze Kurse, sondern auch einzelne Lehr- und Lernbausteine, sodass man also hier vielleicht sagen könnte, kleine Mogelpackung, die ich euch hier unterschiebe, aber trotzdem ist es so, die Hamburg Open Online University bietet einiges an Materialien aus unterschiedlichen Studiengängen und Initiativen an, die versuchen, universitäre Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Lerninhalte hier basieren vor allen Dingen darauf, dass man sie freiwillig absolviert und dass man sozusagen auf einem relativ hohen Niveau interessante Inhalte präsentiert bekommt, also sozusagen Wissenschaft zugänglich aufbereitet wird. Aber es ist nicht darauf ausgelegt, dass man hier Zertifikate oder sowas Ähnliches erwerben kann, wie man das auf anderen Plattformen manchmal kann. Also wenn man das jetzt sozusagen vergleichen würde, on Campus als Möglichkeit auch tatsächlich teilweise Zertifikate zu erwerben, dann wäre das hier eine andere Möglichkeit oder ein anderer Ansatz auch tatsächlich. Genau. Ja, was gibt es sonst noch? Kleiner Blick ins Ausland. EdX als eine nicht kommerzielle Plattform. Es gibt ja noch eine ganze Menge weitere Plattformen, besonders im englischsprachigen Ausland, die sozusagen allesamt mittlerweile kommerziell sind. Historisch betrachtet ist das bei einigen Plattformen auch so ein Wechsel gewesen von einem sehr gemeinnützigen Ansatz zu einem Ansatz, wo man sagen kann, okay, man hat erkannt, dass man mit diesem Modell auch tatsächlich Geld verdienen kann. Hier ist es so, dass wir eine sehr große Plattform haben,
wo ich euch vor allen Dingen einen Tipp geben möchte, nämlich die Inhalte der TU Delft. Das sind nämlich Inhalte, ich habe euch jetzt mal mitgenommen auf diese Plattform. Hier kann man eine ganze Menge Kurse finden, die auch unter einer freien Lizenz stehen. Und das sind tatsächlich Kurse mit dem Anspruch, ein universitäres Niveau abzubilden. Also durchaus vielleicht interessant für Leute, die zum Beispiel eine Übersetzungsidee haben und sagen, naja, diese Inhalte könnte ich vielleicht weiterverwenden. Genau, das ist sozusagen ein kleiner Blick über den Tellerrand hinaus. Wenn ihr noch mehr solche Blicke über den Tellerrand haben möchtet, dann schaut doch mal beim Deutschen Bildungsserver vorbei. Der Deutsche Bildungsserver bietet eben auch eine spezialisierte Suche nach MOOCs. Das ist einerseits ganz interessant, andererseits muss ich auch hier sagen, abgebildet werden eher selten Kurse, die OER sind. Das heißt also, hier kann man sich gut einen Überblick holen über die Landschaft an MOOCs, an die Themen, die dort abgebildet werden und so. Aber sehr viel ist es nicht, was man da als OER findet. Und es ist auch nicht möglich, direkt gezielt nach OER zu suchen. Also in der Hinsicht gäbe es vielleicht bei der einen oder anderen Plattform auch noch was zu tun. Ja, ich glaube fast, dass es das schon war für heute. Genau. Also insofern seht ihr, dass es tatsächlich nur ein ganz kurzer Step durch die Landschaft war heute, weil es eben viele Kurse gibt, die nicht frei lizenziert sind. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ein bisschen was für euch dabei ist und ihr euch auf diese Art und Weise weiterbilden könnt. Ja, ansonsten danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und dann hoffe ich, dass wir uns bald bei dem nächsten Thema wiedersehen.